Hallo liebe Bayern-Fans, hier ist euer David Alaba. Ich zeige euch heute ein kleines Workout, dass ihr zu Hause fit bleibt und wünsche euch viel Spaß damit. Was ihr dazu braucht, am besten zu Hause vielleicht eine Matte, aber sonst eigentlich nicht viel, euer Handy, weil wir jetzt mit dem Aufwärmen beginnen und dazu brauchen wir eine Stoppuhr. Das Aufwärmen geht über circa 4 Minuten, wo wir 20 Sekunden eine Belastung haben und 10 Sekunden immer dazwischen eine kleine Pause haben. Wir beginnen jetzt mit einem kleinen Aufwärmprogramm, wo wir 20 Sekunden Belastung haben und 10 Sekunden Pause. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, am besten eine Stoppuhr, dass ihr das auch gut kontrollieren könnt. Wir beginnen 20 Sekunden mit dem Hampelmann. Pause. Danach gehen wir in die Knee Lunges. Links und rechts. Die funktionieren so. Dabei versuchen, hinten schön runter zu gehen. Nach den 20 Sekunden noch mal 10 Sekunden Pause. Dass wir ein bisschen noch den Bauch aktivieren, gehen wir die Mountain Climbers für 20 Sekunden. Danach nochmal 10 Sekunden Pause. Und dann gehen wir ins Seilspringen über. Für 20 Sekunden. Sekunden Pause. Und dann in die Squats. Für 20 Sekunden viermal wippen und Sprung. Viermal wippen und Sprung. Viermal wippen und Sprung. Sekunden Pause und danach wieder in den Mountain Climber für 20 Sekunden. Sehr brav. Danach nochmal 10 Sekunden Pause. So, das war der erste Teil vom Workout. Kleines Warm-up. Und jetzt folgt der zweite Teil vom Workout. Ich bin mir sicher, dass ihr schon zahlreiche Übungen hinter euch habt. Oder sicherlich auch welche im Kopf habt. Deshalb zeige ich euch drei Übungen, die ich sehr gerne habe. Die ich aber auch immer wieder in meinen Workouts einbaue. Wir beginnen mit den Side-to-Side-Push-Ups. 10 Wiederholungen, ich mache nochmal 20, aber beginnen wir mal mit 10. Die zweite Übung ist für unseren Bauch oder auch Ranzen. Wie ihr wollt, wir stützen beide Arme links und rechts ab und rudern eine Runde und das machen wir 20 Mal.
Und die dritte Übung ist für die seitliche Bauchmuskulatur. Und da gehen wir in den Seitstütz. Halten die Position für 10 Sekunden. Gehen dann ins Wippen. 10 Mal. Und drehen. Ein und auf. 10 Mal. Und das dann auch auf der anderen Seite. Ja, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, ihr hattet alle einen Riesenspaß bei den Übungen, die ich euch gezeigt habe. Danke fürs Reinschauen und fürs Mitmachen. Ich wünsche euch allen nur das Beste. Bleibt gesund, aber auch fit. Und hoffentlich bis bald, euer David.